Und Azot abgestaubt, sehr gut. Ne, das habe ich diesmal wieder nicht bekommen, siehst du? Er ist auch ein Heiler hier. Rudi. So, hier müssen wir jetzt links rein. Den kann ich sogar herstellen. 15 Silberbarren. Ja, sag ich doch, du hast mehr als ich überhaupt hatte. Ich hoffe nur, dass der nicht dann wenn wir jetzt so weit spielen, dass er die Fraktionsquest auf den auf Armhain da lenkt dann, weißt du? Dass du da rein musst. Dann hast du nämlich PvE-mäßig immer nur eine Quest zur Auswahl. Oder oft dann nur eine. Ist schon auf dem Weg? Ja. Er ist wieder hinten rausgelaufen. Das ist ja cool. Wieso stirbst du dauernd? Bist du durchs Tutorial schon durchgekommen? Oder bei dem Kampf im Tutorial, den letzten. Na, was bauen wir wieder ab? Ja. Wasser. Wo ist es? Wasser. Was? Da. Wie Wasser? Genau, aus dem Fluss, Wasser. Ja. Das war aus meinem Schnellstart weg, weil ich das für eine Quest abgegeben. Okay. So, kann man kurz gucken. Na, bei den kleinen Typen am Anfang oder wo kämpfst du da? Du kannst in der Regel, wenn du nur Linksklicks machst, kannst du zweimal zuhauen und dann am besten rechte Maus drücken, dass du blockst. Ich mache zum Beispiel nie schwere Angriffe. So, der schwere Angriff würde ich immer den ersten Hit machen, wenn die noch nicht auf dich reagieren. Immer. Weil du machst ja dann mehr Damage. Und wenn du die jetzt mit einem schweren Angriff in den Rücken klopfst, kannst du danach noch einen kurzen machen und dann direkt blocken. Und dann noch die Ausweichtaste benutzen, dass du den einmal wegrollst. Zu gucken, wie die Animation aussieht, wenn die zuhauen. Und dann kannst am besten ausweichen. So. Geht los, sagst du? Weiß gar nicht, ich glaube, groß kämpfen brauchen wir ja nicht, ne? Den mitzumachen wir gleich nieder. Der ist 3 Level über uns, ja? Ja, und? Wird weggenascht. Ja, cool, dass er wieder vor allen Dingen auf mich geht. Ja, läuft er einfach auf mich zu, dann kann ich ihn ja attacken. Ja, aber wenn ich auf dich zulaufe, dann... Ja, wenn ich geht auf dich zulaufe, dann geht. Haut der mich ja. Hier nach links müssen wir irgendwo. Besiege Erzra Schmiedemeister. Das soll hier der Typ hier irgendwo wieder. Du kämpfst da hinten noch, oder was? Ich habe hier eine Platte gemacht, solo. Der ist ja okay, aber. Aber hier kommt was auf mich zu.
Gegner sich zu machen, auch schön Damage. Ja, mit meinem Hammer. Den kann ich da zwar wieder beim Falschen Sorry. Stehen und kämpfen. Ja, ja. Genau deshalb habe ich nämlich eben geguckt, wo es hingeht. So. Absurd, ja, das habe ich auch bekommen. So, ich lasse dich jetzt mal attacken und dann gucken wir mal. So. 129 Meter. Mal drauf, wir brauchen die EP, Waffen EP. Und Azot abgestaubt, sehr gut. Ne, das habe ich diesmal wieder nicht bekommen, siehst du? Er ist auch ein Heiler hier. Rudi. So, hier müssen wir jetzt links rein. Müssen wir gegen den Typi kämpfen da. Mal gleich loslaufen, wenn die da auf den. Damit ich den win. Oh, der nimmt gar kein Damage. Das hat dir geknallt, wa? Schmiede den Azot-Stab. Siehst du, jetzt leuchtet das hier auch richtig heftig, ja? Kann man denn jetzt wenigstens gleichzeitig, ja? Ich glaube, in der Klosbeta war das hier an der Stelle sogar so, dass da immer nur einer schmieden konnte. Da war ich zwar nicht hier in der Position, aber da konnten die dann, es standen hier 30, 50 Leute und wollten schmieden. So, geh zurück, sagst du? Ja. Guck mal, wenn ich den jetzt attacke, ja, mit Fähigkeit oder Dings, hab ich ja die Akku gezogen. Wo müssen wir lang? Ach, wir müssen wieder zum. Kannst du porten? Obwohl, ich meine, direkt sind es nur, ist nur ein Kilometer, aber. Wollen wir laufen? Ja, ja. Ja, lass schnell durchflitzen. Ah, hier ist noch ein Heftchen. Ne, weil ich habe keine Lust, gerade in das Gebiet da zu laufen. In die Stadt wieder, weißt du? Mhm. So. Der hier müsste langsam ein bisschen besser werden, glaube ich. Level 19. Wie weit bist du von 18 weg? Kurz davor? Oder? Ja. Okay. Zille. Oh, noch ein Heftchen. Weil du hast den getötet und der hat was getroppt. Von dem jetzt, wo ich hier keine Intelligenzwaffen habe, kriege ich hier lauter Mana-Tränke immer. Das ist doch immer so. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich jetzt heute sogar schon zweimal einen Lebensstab hätte bekommen? Ja. Du ja auch. Einer kam ja aus der Kiste, ne? Ist das genau. Da Wasser oder ist das? Das sieht von hier hinten irgendwie so aus wie Wasser, ey. Der Boden.
Da hinten nur im halben Sack sein. Ah, hier gibt's Mais und Erdbeeren. Ja, die können wir ja mitnehmen. Jetzt geht diese Drecksichel kaputt. Ich fight hier gerade noch so ein bisschen. So, hier, das Ding wollte ich mitnehmen. Plus Kete. Ist das hier auch Mais? Ja. Na, Mais gibt es da auch so ein Einzelgericht, ne? Und viel? Ja. Aber so ich richtig. Ich habe schon hier geröstete Kartoffeln und so ein Blödsinn habe ich auch schon gemacht. Okay. Ja, ich habe mich damit noch nicht so dick beschäftigt, weil ich noch nicht so hardcore-mäßig unterwegs und viel rumlaufen wollte, um das. Um hier direkt halt Eisen oder Holz oder sowas zu farmen. So, rennst du schon weiter oder? Ich bin direkt hinter dir. Okay. Facility ist ja jetzt ganz vertieft in dem Tutorial. Wenn jetzt noch eine halbe Stunde durchhält, dann kommt zum Tutorial das erste Video heute. Was ist das denn hier? Seelenspross im Boden. Ja, hatte ich auch schon mit Erdbeeren. Wir waren mitten im Haus. Kannst du auch nicht abbauen so richtig. Gibt's da doch cooles Zeug? Nee. Nicht wirklich. Das Problem ist jetzt, wir dürfen uns auch wieder nicht zu voll klatschen. Weißt du? Weil wir müssen ja bestimmt gleich reisen. Wir müssen ja wieder, glaube ich, nach Immerfall dann, ne? Ah, jetzt hier diese Sonnenblendung ist echt krass, ja. Ist halt so, dass so. Du nichts siehst. Ja, von der Grafik her, aber richtig. Ja, natürlich. Irgendwie. Ja, ich weiß. Seelenwurm. Was gibt's da denn Hübsches? Seelenwurmzunge, okay. Was gibt denn eigentlich mehr XP beim Bergbau? Eisen oder Stein? Eigentlich muss es ja Eisen sein, tippen. Ne? Hm? Ja. Bei Stein hast du ja überall rumliegen. Aber ich glaube, vom Zeitfaktor her müsste Stein schneller gehen, oder?